Im vorigen Video haben Sie mitunter erkannt, dass es gar nicht so einfach ist, Entscheidungen zu befürworten, wenn es keine individuelle Möglichkeit des Abwägens gibt. Ich nehme an, dass sehr viele von Ihnen entweder einen Facebook-Account besitzen oder zumindest im Entferntesten schon damit in Berührung waren. Aber vergegenwärtigen Sie sich mit jedem einzelnen Klick, dass Sie damit Ihre Entscheidungsfreiheit ein Stück weit abgeben? Eine weitere Frage dieser Lektion wird die Klärung unseres Demokratieverständnisses im Zusammenhang mit Social Media sein. Denn wenn unsere individuellen und politischen Interessen zu Werbekategorien gemacht werden können, wer schaut den Maschinen dabei eigentlich auf die Finger, wenn sie uns als Nutzerinnen und Nutzer in bestimmte Kategorien einteilen? Lassen Sie uns im nächsten Video genau diese Frage gemeinsam klären. Hi Peter. Hi Sabrina. Lang nicht gesehen. Social Media. Diese Segways. Social Media, ja. Warum, was machen Algorithmen in Social Media eigentlich? Naja, ein wesentlicher Teil davon, was Algorithmen in Social Media machen, und davon, das ist in den letzten Wochen und Monaten ja eh ganz stark in die öffentliche Diskussion geblubbert, ist, dass sie versuchen, dir Inhalte so zu geben, dass du möglichst lang dort bleibst. Weil das ist das Business Model. Ne? Mhm. Das Business Model von Facebook ist nicht, dass du zweimal am Tag 3 Minuten dort bist, sondern dass du, wenn du hingehst, möglichst lang dort bleibst. Denn nur dann können sie dir Werbung verkaufen, können sie dir Inhalte zuschieben, für die bezahlt wird und alles das. Ne? Mhm. Und daher sind diese Algorithmen, und ich bin jetzt einmal ganz vorurteilsfrei oder ganz urteilsfrei, diese Algorithmen sind, die schauen nur drauf, was sie machen müssen, damit sie dich möglichst lang am Gerät halten. Und daraus ist etwas geworden, was unsere Demokratie gerade komplett zerstört. Ne? Okay. Weil die Tatsache, dass du lang dort bleibst, für manche Menschen einfach bedeutet, dass sie sich möglichst stark empören und möglichst stark über den Status quo aufregen wollen. Und die Leute werden gnadenlos bedient und in eine Blase hineingedrängt, auf die Art und Weise, aus der sie kaum mehr rauskommen. Ich sage nur QAnon oder ähnlichen. Das ist dieses Unfug, ne? Runter... Also genau. Du wirst dann eskalieren mehr oder weniger. Genau. Das ist wie wenn jemand den Stöpsel gezogen hat und dann gibt es diese Spirale, die in den Abfluss hineingeht. Und wenn du da mal drin bist, und da gibt es auch inzwischen Studien dazu, Leute, die in diese Verschwörungstheorie-Ecken hineingerutscht sind, die sind quasi nicht mehr herauszubekommen. Ja. Und das ist genau das, was Social Media mit einem Teil der Menschen gnadenlos macht, weil der Algorithmus feststellt, dass das der Weg ist, wie man sie bei der Stange hält. Mhm. Und da läuft was ganz grundlegend falsch, ne? Schon, was sagen gesellschaftlich. Ne? Und wie die das machen, ist ja auch ganz, also was für Kategorien werden da verwendet, was wird? Naja, ich bin schon mehr damit beschäftigt gerade als ich. Nein, nimm mal Facebook. Ne? Facebook lebt ja nicht nur davon, ich glaube sogar Facebook waren die Ersten, die dir nicht einfach das gezeigt haben, was du eingestellt hast, was du sehen willst, sondern die dir das zeigen, was Facebook meint, das für dich jetzt gerade richtig ist. Ne? Ja, voll. Und man könnte sie als Pioniere des Bösen hier sehen, ne? Weil sie wirklich das dazu nutzen, um dich am Gerät im System zu halten und möglichst wenig weggehen zu lassen, weil dadurch kann man dir mehr Werbung hinschieben, ne? Mhm. Und dadurch kann man dir die Inhalte hinschieben, für die jemand bezahlt, dass so Leute wie du sie sehen. Und hier kommen zwei Dinge zusammen, nämlich das eine, dass es Menschen gibt, die dafür bezahlen, dass du Inhalte siehst, die dich radikalisieren, mhm. Ja? Weil weiß ich, dort gerade Geld vorhanden ist, aber weil auch das Business Model von Facebook genau das ermöglicht. Und Facebook hat Werbekategorien per Machine Learning extrahieren lassen. Ne? Und du kannst dann sagen, ich möchte an Leute Werbung schicken oder Inhalte schicken, die diese und jene Dinge glauben. Mhm. Und diese Kategorien, die da rausgekommen sind, die waren einfach extrahiert aus dem Verhalten der Leute. Und da war dann sowas drinnen wie Holocaust-Denier. Und Holocaust-Denier als eine Werbeansprachskategorie, das ist schon ein ziemlicher Hammer, ne? Ich sage jetzt lieber nichts, weil sonst muss man Beep drüberlegen. Ja, holy frack. Also das war nicht das Einzige. Da gibt es also hunderte dokumentierte Beispiele von Schrecklichkeiten. Zum Beispiel
bipolare, also Jugendliche mit einer bipolaren Störung in der depressiven Phase, als eine Kategorie, an die du deine Werbung und deine Inhalte adressieren kannst. Ja? Ich meine, und jedes Mal, wenn das hochkommt, sagt Facebook, ah, na, Entschuldigung, das wollte man nicht, das war jetzt nicht so gemeint und tun das weg. Und es passiert aber immer und immer und immer wieder. Ne? Da fehlt eigentlich irgendwo das. Meinst du, würde es helfen, wenn jemand drüber schaut über die Kategorien, wenn die extrahiert werden? Oder was wär? Ja, das ist die Frage, ne? Weil ich sage jetzt, wer schaut drüber? Ne? Ja. Du, wenn du drüber schaust, dann kommt drei Viertel nicht durch und dann ist schon besser. Aber das eigentliche Problem ist ja, dass damit das Verdienen von Geld verbunden ist für Facebook. Ne? Mhm, das ist Facebook sein Business Model, genau das zu machen. Und jetzt ist gerade vor am letzten Wochenende ist ein Verfahren eingeleitet worden über die Aufhebung des Aufkaufs von WhatsApp und Instagram. Mhm. Also wie das damals genehmigt wurde von der Federal Trade Commission, glaube ich, ist das in den USA. Da steht hinten, als in dieser Genehmigung steht als letzter Satz, wir behalten uns das Recht vor, das jederzeit noch einmal zu evaluieren und aufzuheben. Oh, und das machen sie. Und jetzt wurde ein Verfahren eingeleitet, das sagt, was da läuft, ist nicht in Ordnung, weil Materialien zutage getreten sind. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, über was wir gerade geredet haben. Dass es ihnen eigentlich nur darum ging, diese Systeme nicht als Konkurrenz zuzulassen, sondern unter ihre Haube zu bekommen, weil sie sonst eine Gefahr für das Business Model Facebook werden. Ne? Und damit spielen jetzt WhatsApp und Facebook 1:1 auch in diesen Mechanismus hinein. Mhm. Facebook, Instagram und WhatsApp ja. Auch 1:1 in diesen Mechanismus hinein, der diese Eskalation und Radikalisierung mit sich bringt. Ne? Mhm. Und ich sage immer Radikalisierung, das klingt immer dann so nach terroristischen Jugendlichen. Und ich meine, wir sehen die Rechtsradikalen in den USA, die White Supremacists, aber da gehören genauso gut Depression und Essstörung bei Jugendlichen dazu. Ja. Ja? Also das, was jugendliche Mädchen heute auf Facebook erleben, auf Instagram vor allem, weil Facebook ist bei denen eh nichts mehr, ist ein wirklich starker Druck in Richtung... Ja klar, das sind diese normativen Schönheitsideale, die... Genau, noch darüber hinaus. Ja, ne? Ja, das ist ja, weißt du, es gibt diesen Subreddit, Instagram Reality, ne? Wo du Instagram-Bild und Realität nebeneinander siehst. Mhm. Und das, was da als das normative Schönheitsideal dargestellt wird, ist alles irreal. Ne? Das ist alles nur noch Photoshop-Schönheitsideal. Ja? Oder darüber hinaus. Ne? Mhm. Org eigentlich. Und das ist, und ich bin mir nicht mal sicher, ob das einen Algorithmic Bias bezeichnen kann, sondern das ist einfach der Einfluss von Algorithmen über Social Media Systeme zurück in die Welt. Ja, und das kriegt dann ja auch so ein bisschen Reinforcement, oder? Ganz also, genau. Weil ja, genau die Sachen, also dass dann Leute mit den Sachen interagieren, bestätigt ja dann quasi den Algorithmus in seiner Annahme, dass das was ist, mit dem Leute interagieren. Ganz genau. Und die Leute tragen das in die Welt hinaus und verteilen das oder verbreiten das in ihren Freundeskreisen. Mhm. Und dadurch verändern sich die Freundeskreise, nämlich die Freunde und Freundinnen, die da mit können und die nicht mitwollen. Und dann kann man genau diese Spaltung und Segmentierung der Gesellschaft in Gruppen, die bestimmte Dinge glauben und andere nicht. Oder zumindest so auseinanderdriften. Genau. Ja, voll. Genau. Und eine Kluftbildung durchaus. Ne? Und das, also in den USA sieht man das alles schon viel weiter fortgeschritten und dort ist ja wirklich eine massive Spaltung der Gesellschaft. Ne? Wenn es einem Donald Trump gelingt, ich weiß nicht, 50 Millionen meinetwegen glauben zu machen, dass diese Wahl, dass da ein Betrug vorliegt. Sehr krass, ja. Dann deutet das darauf hin, dass da ganz tiefe Gräben da sind, wo Leute bestimmte Dinge einfach glauben wollen. Ne? Mhm. Und die wollen das glauben, weil das in ihrer Blase ist, weil das in diesem Reinforcement Circle ist. Ne? Weil das die eine Erklärung ist. Genau, genau. Gestern hat jemand ganz wunderschön formuliert, der Chris Frauenberger. Der hat gesagt, in Wirklichkeit haben die Leute 200 verschiedene Trumps gewählt oder 2 Millionen verschiedene Trumps. Ja, je nachdem, ja? Was für eine Antwort sie ausgespielt kriegt. Genau. Je nachdem, in welcher Blase du drinnen bist, siehst du einen anderen Trump,
der genau zu dem passt, was du glaubst und willst, und daher wählst du ihn. Und das ist aber nicht immer derselbe Trump, sondern das sind lauter verschiedene Trumps. Das ist dieses Micro-Targeting. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Ne? Also die Idee, dass wir das für eine gute Idee halten, oder das Konzept, dass wir das für eine gute Idee halten, dass wir Leute mit Inhalten und Werbung so beschießen können, zeigt sich da als etwas komplett Verkehrtes. Voll. Ich möchte noch eins oben draufsetzen. Mhm. Gott. Und die Pause, die ich jetzt mache, wird eh rausgeschnitten. Ich war gerade ein Punkt da und den muss ich jetzt suchen. Genau. Und die Frage ist jetzt, was können wir machen? Ne? Ja. Was können wir tun? Ich sage immer, wir müssen eine Regulierung dafür finden, was für Zielgruppenansprache du machen darfst. Der Dreh an der Geschichte ist nämlich der. Und ich merke, ich rede die ganze Zeit. Das ist voll okay. Traditionelle Produktwerbung ist nämlich um nichts effektiver, ob sie jetzt im Standard ist oder gezielt an Personen geschickt wird. Voll. Ja? Also wenn, weiß ich, irgendein Unternehmen im Standard eine Werbung schaltet, weil die Ideen des Standard oder sagen wir die Leser und Leserinnenschaft des Standard mit dem zusammenpassen, was sie so für Werte auch haben, ja? Dann ist das ja in gewisser Weise auch ein Targeting, aber halt ein Targeting für die, ich weiß nicht wie vielen Abonnenten und Abonnentinnen des Standards. Sehr viel gröber, genau, nicht auf Einzelpersonen. Ganz genau. Und da gibt es ein Alignment der Werte. Mhm. Ja? Wenn du den Standard aufmachst und ich mache den Standard auf, dann sehen wir verschiedene Werbung heute. Ja, das ja? stimmt. Weil die Werbung nämlich nicht vom Standard kommt, sondern die Werbung kommt von den Werbeprovidern. Mhm. Ja? Und wenn der fiktive Albert Hilter den Standard aufmacht, ja, dann sieht der auch Werbung, aber der sieht ganz andere Werbung als wir. Ne? Und mit der ist der Standard nicht notwendigerweise einverstanden, aber es ist dem Standard wurscht, weil davon lebt er. Und wir wissen lustigerweise sogar beim Standard, wie viel das wert ist, weil beim Standard kann man nämlich Geld zahlen, dass man nicht an die Werbeindustrie verkauft wird. Und ich glaube, das sind sowas wie 6 € im Monat oder so. Ne? Also das ist ein ganz schöner Batzen Geld für ein einziges Medium, mhm. ja, was die hier offensichtlich an mir verdienen, was ich ihnen abgelte, indem ich das bezahle. Mhm. Und dieses Geld wird nicht nur mit unserem Verhalten verdient und mit jetzt bin ich am Mikrofon angestoßen. Dieses Geld wird nicht nur mit unserem Verhalten verdient und mit der Überwachung von unserer, sondern eben auch damit, dass dieses Verhalten gegen uns verwendet wird. Ne? Dass dieses Verhalten analysiert und verkauft wird, versteigert an die Meistbietenden. Mhm. Und jeder, der Geld hat, kann dieses Analysen unseres Verhaltens dazu verwenden, um uns zu beeinflussen. Ich meine, es ist, wenn man darüber nachdenkt, ist es ein vollkommen verrückter Mechanismus. Ne? Und ich glaube, es gäbe ein einfaches Mittel, das zu verhindern, indem wir nämlich verbieten, dass Dinge individuell targetet werden. Also individualisiert werden auf persönlicher Ebene. Das heißt, eigentlich muss da eine politische Entscheidung gefällt ganz werden. Ganz genau, ja, ja. Aber das ist so, das ist Politik, oder? Politik ja, ja, klar. Ist dazu da, uns zu schützen vor Verbrechern. Absolut. Danke.